Trading platform arrived. So, man sieht's, meine Drohnen sind fleißig. Und in diesem Moment ist auch das Rathaus fertig geworden. Ich habe doch mal dazu gekauft, den, Jo, jetzt fehlt bloß da hinten das Haus, das Wohnhaus, genau, im Hintergrund. Hier vorne, wie gesagt, das Rathaus, das... Warte mal, das könnten wir noch theoretisch... Oh, was ist... Moment, wieso? Ah ja, jetzt geht's. Okay. Ah, es wird natürlich gerade Nacht. Weniger schön. Hm. Ich wollte das gerade nochmal so in seiner vollen Schönheit zeigen. Jetzt wird es wieder hell. Ah, wunderbar. Sieht doch nicht so schlecht aus, oder? Man kann leider jetzt nicht die Treppen hochlaufen, glaube ich, oder? Warte mal. Nö. Man geht direkt ins Kellergeschoss. Ja, da hinten ist das Haus auch fertig geworden. Nö, das bauen die noch. Okay. Aber mein schönes Rathäuschen... ist fertig und das Moment. Genau, und das Wohnhaus auch. Auch das könnte man aktualisieren. Ich verzichte aber gerade mal drauf. Können wir alles noch machen? Machen wir auch noch. Das geht ja dann ad hoc. Das geht ja dann innerhalb von einer Sekunde, wenn ich hier drauf drücke. Zack, dann ist das sofort optisch in dieser Version verfügbar. In die es dann eigentlich, oder in die es umgebaut werden soll. Also es ist kein Umbauprozess zu sehen, sondern direkt fertig dann. So, okay. Siedle auf der zweiten Klippe 35 Einwohner an. Okay. Welche zweite meinen die? Meinen die hier? Oder ist es egal? Ich glaube, ich nehme mal die hier. Einheit. Einheit. Eieiei. Ja, komisches Wort für eine Plattform. Naja, was soll's. Einheit ist es aber nicht. Man sieht's. Die ist sehr zerklüftet hier, die Plattform. Plattau. Okay, dann müssen wir wohl mal. Ich geh mal kurz in die Einser. Warte mal. Ich brauche eine Dingsbums, eine Landeplattform, oder? Ja, wie sollen die sonst hier rüberkommen? Ja, ich brauche eine Landeplattform. Jetzt ist bloß die Frage. Warte. Was eigentlich cool aussehen würde. Moment. Wo ist denn das Ding nochmal? Hier. Wenn ich das Ding hier oben hinbauen würde. Geht das überhaupt? Ja, es geht. Es würde eigentlich ziemlich cool aussehen, wenn ich... Nee, es geht... Es geht nicht wirklich. Also es würde schon gehen, aber es sieht komisch, glaube ich, aus. Weil da unten die Stützpfeiler dann irgendwie so in der Luft hängen. Kann das sein? Es sieht jedenfalls so aus. Es würde hier mehr Sinn machen. Okay, warte mal. Ich könnte natürlich eine normale Plattform bauen. Ginge auch, aber eben wegen dem Platz nachher. Nö, weißt du was? Ich baue die hier so hin. So, eine. Warte. Wo baue ich denn die hin? Hier? Ich baue die hier hin. Jetzt müssten theoretisch die Drohnen hier rüber geflogen kommen. Warte mal, tun sie dies? Weiß ich jetzt gar nicht. Kommen die von meiner Basis? Oder nicht? Warte mal. Oder brauche ich dann doch keine Plattform? Warte mal, ich bin gerade überlegen. Hm. Nicht hier rüber, oder? Warte mal, ich priorisiere mal. Überleg gerade. Kommen die hier rüber geflogen? Garantiert nicht. Nee. Trading platform arrived. Okay, da muss ich wahrscheinlich... nicht nur wahrscheinlich, ich muss mit ziemlicher Sicherheit da hinten... Ja, ja, die kommen nicht rüber geflogen. Komisch, ich dachte, ich habe das im selbstgespielten Tutorial, also im schon mal gespielten Tutorial, anders erlebt, aber vielleicht war das auch... Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's vergessen. Okay. Dann müssen wir... Das geht ja gar nicht. Wie soll ich denn jetzt...
Oder meinen die hier hinten die Klippe? Das wär, macht ja auch keinen Sinn. Ist ja noch weiter weg. Okay, dann mache ich hier noch eine Lagerfläche hin. Muss ich ja wohl. Muss noch eine Lagerfläche irgendwo hin basteln. Anders geht das nicht. Scheinbar. Large construction completed. Okay. Nun ja. Ja, jetzt bauen die hier auch. Okay. So. Gut, wir sollen erstmal 35 Einwohner andiedeln. Hier ist doch ein cooler Platz für ein Wohnhaus. Medium construction completed. Sehr schön. Ich gehe mal wieder auf den großen Wohnkomplex. Ach, passt gar nicht. Obwohl, ich könnte ich... Ja, doch. Machen wir mal, denn... hier hinten könnte ich jetzt zum Beispiel... Ich weiß gar nicht, ob die möglich ist hier. Nee, die ist nicht möglich. Eine kleine... Fußgängerzone bauen. Mache ich gleich mal. Damit es hier gleich schöner wird und... Aha. Nee, ist zu groß. Schade. Naja, was soll's. So kleine Objekte wären nicht schlecht, so Bäume oder so, die man noch pflanzen könnte. Unabhängig von den vorgegebenen großen Objekten. Boah. Ist recht winzig, aber schöner Ausblick, wenn du da auf der Bank sitzt. Und hier deine Füße, deine Beine baumeln lässt hier. Und dann in die Richtung guckst. Ja, hat was. Ist nicht ganz ungefährlich, aber ja. So. Gut. Ja, Wege braucht man eben nicht verbinden. Zum Beispiel diesen hier mit, sagen wir mal, mit diesem Wohnkomplex hier. Das macht das Spiel automatisch sozusagen. Ist vorteilhaft vom gesamten Spielfluss, klar. Aber auch, nun ja, es ist endet hier und dann geht's ins Nirgendwo, also ins Nichts. Das ist leider optisch jetzt auch nicht so schön. Man müsste jetzt hier die Möglichkeit haben, so Wege zu bauen. Das müsste doch, warte mal, es geht das nicht. Wenn ich das jetzt wollen würde, könnte ich jetzt hier hinbauen, aber das macht keinen Sinn, weil die irgendwie keinen eigentlichen Zugang haben. Also die Wege. Die könnte ich jetzt hier hinbauen, aber sieht jetzt nicht so toll aus. So, okay. Ich beschleunige mal. Das war's schon. Und jetzt landen welche. Ja, da sind die 35. Nee, 15 erstmal. Mann. Ich glaube, da kommt immer nur 15 mit. Ja. Genau. So, warte. Beschleunige mal die ganze Sache. Da kommen sie angetapert. Sehr schön. So, das Ding müsste jetzt wieder abfliegen und müsste eigentlich gleich eine neue kommen. Eine andere oder die nochmal voll beladen. Da sind sie. So. Okay. Sehr schön. So. Verbinde Klippen mit einer Brücke. Verdiene Credits durch Handel über die Brücke. Man, du bist aber gut. Ach du Scheiße, wie soll ich denn da... Huch, also aufgrund der unterschiedlichen Höhen, Eieiei, na wie soll denn das funktionieren? Warte mal, ich probiere mal was. Verbinde Klippen mit einer Brücke. Warte mal, Moment, ich gehe mal kurz in die Einzelgeschwindigkeit. Brückenverbindung. Transportbaracke. Eine zusätzliche Möglichkeit, große Warenmengen an jeden Ort zu liefern. Der Antrieb benötigt Uran. Eine Brückenverbindung erlaubt es, Waren in Mengen von bis zu 10 Einheiten mit Städten auf benachbarten Klippen zu handeln. Arbeitssuchende Bürger können nun in eine benachbarte Stadt ziehen, wenn es dort freie Wohnungen und Arbeitsplätze gibt. Oder als Pendler dort arbeiten.
Okay. Ja, rechts oben sieht man die gegenüberliegende Verbindung dann der Brücke, aber ganz ehrlich, wie? Ach du Scheiße. Ja, guck mal, die sind unterschiedlich hoch. Jetzt sieht man dieses schwarze Rechteck ganz oben rechts und das muss im Grunde auf eine Ebene platziert werden, die in derselben Höhe ist. Oh, na Hilfe. Also diese hier. Das Dove ist nur. Das würde gehen. Okay. Also man muss sich dann vorher schon Gedanken machen, dass man da nichts zubaut. Das würde gehen hier. Ich mach das mal. Die endet also sozusagen genau da. Da wird von zwei Seiten gebaut. Ja, an sich schon logisch, dass die auf derselben Ebene oder selben Höhe verbunden werden müssen. Die beiden Teile der Brücke, aber... Also wenn du jetzt hier alles zubaust, dann musst du eigentlich nochmal abreißen, wenn du da wirklich eine Verbindung bauen möchtest. Hm. Das ist, hier wird es dann schon wieder fast schon schwierig. Also man kann zum Beispiel die Brückenlänge nicht variieren, wie es ausschaut. Die hat immer dieselbe Länge. Also jedenfalls habe ich noch nichts anderes rausgefunden. Heißt also, boah, also nehmen wir mal an, die müsste jetzt hier angesnappt werden, um hier anzukommen. Dann müsste ich theoretisch das Wohngebiet abreißen hier wieder. Um hier eine Brücke zu bauen. Das könnte man eigentlich gleich mal testen. Warte mal. Da, um nicht später da irgendwie... Um nicht später da in die Bedrulle zu kommen. Warte mal. Nee, das... Okay, geht gerade so. Ja, das geht gerade so. Also muss ich mir merken, dass hier den Platz... Dass ich den Platz hier noch offen lasse. Und da nichts hinbaue. Uiuiui. Okay. Brauchen wir ja momentan nicht. Hä? Was? Das Geräusch ist... Okay, es kommt von hier. Ah, Bimmelbahn. Juhu. Sehr schön. Also, die hat zwei Passagierwaggons. Oder eigentlich vier. Nee, ja, eigentlich vier. Und, wie cool. Sieht geil aus, oder? Und zweimal Güter, die transportiert werden können. Wie schön. Ja, ist schon ganz cool gemacht. Sieht schon ganz geil aus. Hat was. Auf jeden Fall. Mann, dieses, diesem Scrollen ist echt ein bisschen, ja. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Okay, was haben wir noch? Achso, verdiene, ja, okay. Ich kann jetzt, wie kann ich, was ist denn das eigentlich hier? Okay, das, muss ich mir später nochmal angucken. Das ist, hä? Ach, das ist der Touristenmodus. Okay. Nein. So. Und das ist... orthografische Kamera. Das ist... Ah, okay, das... Okay, da kann ich also nochmal weiter rauszoomen und es sieht auch aus, wenn ich irgendwo von irgendeiner... von einem Flugzeug aus hier irgendwie ranzoome. Hat was, ist aber... Ja. Huch, meine Fresse. Okay, schalten wir mal wieder aus. Okay, so, ja. Warte mal. Achso, handeln soll mir. Ich glaube, ich... Ja, genau. Ich muss hier drauf drücken auf die Brückenverbindung. Und kann jetzt sagen... Wir haben hier noch nichts hier. Moment mal. Also, wenn ich auf die... Wenn ich hier draufklicke. Diese Menge hier unten. Gesamtmenge der Waren in der Stadt. Einschließlich nicht zu lagern. Geliefert. Wett. Achso, einschließlich... Okay, einschließlich Waren, die noch nicht zu lagern geliefert wurden. Also wenn jetzt auf Feldern noch Getreide vorhanden ist, wird das gleich mitgezählt. Richtig? Ich glaube ja. Zum Beispiel. Warte mal. Wie ist denn das jetzt? Moment, ich muss mir mal die Zahlen merken. Also wenn ich jetzt hier draufklicke, ist das gesamt alle drei Plateaus. Das ist die Anzahl der Plateaus. Also die Warenmenge der Plateaus. 78 mal Wasser. Und wenn ich jetzt hier rübergehe und hier drauf drücke? Nee. Okay, das gilt also nur für die Plattform. Für das einzelne Plateau.
Für die einzelne Klippe. Okay. Hm. Weiß ich nicht, was 50 Credits. Nee, 50 Stück müssen wir diesmal liefern, oder? Oder Credits verdienen. Oh Mann. Schweißt immer noch nicht. So, Fisch. Wie viele Fische haben wir hier drüben? Null. Oh, oh. Okay, dann, ich werde mal... Hä? Warte mal. Wir haben 45 Batterien hier drüben. Moment, können wir theoretisch mit handeln? Wasser haben wir 77? Okay, handeln wir mal mit einmalig mit, 20 Batterien. Weiß ich nicht, keine Ahnung. So. Mal gucken. Es sind zwei... Okay, da liefern sie jetzt zu den Zügen. Ja, genau. Die Batterien. Flup, flup. Fertig. Juhu. Sehr schön. Baue eine Universität. Ja. Ja, jetzt ist die Frage. Gilt jetzt... Gelten die drei Pots hier als eine Stadt? Oder ist das... jeweils getrennt. Also die Waren sind getrennt angezeigt. Okay, das haben wir schon rausgefunden, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Universität baue, was wir ja machen müssen jetzt, hat die Auswirkungen auf alle drei Pots? Also hier drüben natürlich noch nicht, ist noch nichts. Oder gilt die dann, oder hat die nur eine Auswirkung auf dieses Pot hier? Oder diesen Pot, wie heißt das? Pot, der Pot oder der, das Pot? Also, das Pot. Ja, nicht Pot mit Doppel-T. Finden wir es heraus. Ich baue hier mal eine Universität. Halt. Falsche Taste. Eine Universität. Da ist sie. Zack. Weiß nicht. Ich baue die mal daneben. So. Und ich beschleunige mal. Noch haben wir genügend Ressourcen. So. Flups. Medium construction completed. Sehr gut. Kann ich da... Ach, da kann ich forschen. Ja. Erforsche Bodenschätze. Bodenschätze erforschen. Warte mal. Hier. Okay. Bodenschätze. Erweiterte Informationen über die Ressourcen der Klippen. Okay. Alles klar. Investieren Sie 2500 Credits, um die Forschung für 3 Tage in dieser Stadt zu beschleunigen. 2500. Alter. Ne, ich meine, jetzt geht's schneller. Ja, das ist jetzt recht schnell, aber ich glaube, mit späteren Forschungszielen wird die Zeit hier, beziehungsweise der Prozentsatz, um einiges langsamer laufen, würde ich mal drauf tippen. Wow, also 2500, habt ihr eine Macke? Dann warte ich lieber, spare ich ein bisschen Kohle. Wie gesagt, kann man machen später, irgendwann. Wenn wir die nötigen Einnahmen generieren, aber momentan, nö, vergiss es. So, ich glaube, das müsste gleich abgeschlossen sein, das warte ich jetzt nochmal ab. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Läuft noch. Okay, da unten sieht man es ja. Hier. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen nochmal und bis zum nächsten Mal hier bei Cliff Empire. Jetzt habe ich einen Namen gesucht. Verdammt. Cliff Empire ist das Spiel. Okay, gut. Bis denn. Tschüss.